Hallo ihr Lieben, ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das Thema des heutigen Videos ist kalt. Ja, es ist wirklich sehr, sehr kalt draußen und ja, ich mag schon gar nicht mehr vor die Tür gehen, muss ich gestehen. Aber naja, da kommt man ja nicht drum rum. Und um das Ganze so ein bisschen erträglicher zu machen, habe ich mir gedacht, ich brauche einfach mal einen neuen Wintermantel und so ein paar andere Kleinigkeiten, die mich schön warm halten. Und ja, alle Sachen, die ich euch jetzt gleich in meinem Winterhaul sozusagen vorstelle, die habe ich bei Fashion 5 gefunden. Und ja, ich schaue schon runter, es geht jetzt los. Ich zeige euch mal, was ich so alles durch den Winter trage. Und los geht's! Das erste Produkt fällt schon ein wenig aus dem Rahmen, weil ich in der Männerabteilung geshoppt habe von Fashion 5. Und ja, das mache ich ja ab und zu mal ganz gerne, weil da auch der ein oder andere Schatz sich verbirgt, auch für Frauen. Und ja, ich habe von der Marke 829 mir einen Pulli bestellt. Und der hat einfach einen mega coolen Print. Und so sieht er aus. Ich fand den einfach toll. Ja, einfach toll. Und ja, der ist natürlich echt mega groß, seht ihr ja jetzt auch schon. Aber ich brauchte halt mal so einen Kuschelpulli. Einfach mal so einen richtig großen Pulli. Und ja, der ist jetzt auch nicht so stretchig. Deswegen passt der eigentlich ganz gut. Er ist an den Schultern natürlich, eben weil er für die Männer eigentlich geschnitten ist, etwas breiter. Aber wenn man da jetzt eine Jacke drüber zieht oder ein Cardigan, ist das auf jeden Fall überhaupt kein Problem. Deswegen, ja, diesen Pulli, der ist jetzt hier neu eingezogen in meinem Kleiderschrank und den möchte ich auch nicht mehr hergeben. Auf keinen Fall. Das zweite Produkt passt jetzt hier gar nicht so mit aufs Bild, denn das ist mein neuer Winterparker und ja, ich habe ihn mir in Größe XL bestellt, weil ich eben auch wollte, dass der wirklich lang ist und auch über den Popo geht. Das finde ich auch immer ganz wichtig, weil es soll ja schließlich auch wirklich warm halten. Und ja, von der Marke Freshmade habe ich den dann gefunden und ich bin einfach hin und weg. Der ist super weich, hat eben so ein Teddy-Innenfell und weiter unten hat er dann ein lila Innenfutter und finde ich einfach wunderschön. Dieser Parker, der hält mich einfach warm. Ich habe auf jedem Event, wo ich jetzt in den letzten 2-3 Monaten war, habe ich den getragen und habe auch viele Nachfragen bekommen, wo ich den her habe. Deswegen, ja, für euch alle, die jetzt gefragt haben, von Fashion 5 habe ich den. Ja. Und ich liebe ihn einfach. Ich würde ihn nicht mehr hergeben und ich hoffe, dass ich noch viele, viele Jahre lang meine Freude dran haben werde. Und ja, einen besseren Winterparker oder eine Winterjacke habe ich wirklich noch nie gehabt. Deswegen, ja, mein absolutes neues Lieblingsteil. Als nächstes bin ich nicht um einen Cardigan gekommen und ich liebe ja Wollcardigans. Also ich habe da so viele zu Hause und ja, deswegen brauche ich noch neun. Und ja, da habe ich mir jetzt von der Marke Sublevel diesen hier bestellt. Ich habe ihn mir vor allen Dingen gekauft, weil wenn ich mal so ein schwarzes Kleid oder so in den kälteren Monaten anziehen möchte, dann ziehe ich einfach so einen warmen Cardigan drüber und das sieht einfach dann gut aus und hält warm, auch mit Kleid. Und ja, ich mag den total gerne, weil der eben auch so locker fällt und jetzt nicht irgendwie vorne mit Knöpfen zugemacht wird. Ja, deswegen ein neuer Cardigan in meinem Kleiderschrank und ja, den möchte ich auch nicht mehr hergeben. Damit ich natürlich auch vorne rum geschützt bin, habe ich mir einen neuen Schal zugelegt, nämlich einen weinroten Loopschal. Den fand ich sehr, sehr schön. Der hat halt auch zwei Strickmuster, das fand ich ganz interessant. Einmal sind so kleine Löcher hier drin und ja, das ist dann so über Kreuz gestrickt
Und dann gibt es noch einmal die glatte, normale Fläche, so wie man das eben kennt. Und ja, das hat mir eben sehr gut gefallen. Ich finde Farbe im Winter sowieso immer sehr, sehr wichtig, weil wenn alles so grau in grau ist, dann kommt irgendwie nicht so richtig die Stimmung auf, dass man eben eigentlich auch einen schönen Winter verbringen kann. Und ja, das Weinrot, das passt eben auch gut zu meinen roten Lippenstiften, die ich natürlich sehr, sehr gerne trage. Habt ihr wahrscheinlich schon mitbekommen. Und ja, deswegen, also der Schal, der hat mir einfach sehr gut gefallen und ich mag es einfach, wenn es so unkompliziert ist, so zweimal um den Hals legen und dann kann man dann schon rausrennen. Und ja, ein bisschen Farbe im Winter ist eben auch ganz gut. Als letztes ist noch etwas für den Kopf mit eingezogen, denn auch da soll es natürlich auch schön warm bleiben, wenn man mal draußen länger spazieren geht. Und ja, da habe ich jetzt also meine allererste Bobbelmütze. Ja, ich habe nämlich sonst nur Beanies und ja, halt diese ganz normalen Mützen. Und eine Bommelmütze, fand ich, ist auch mal an der Zeit. Und die hat einen großen Bommel. Ja, und ich fand die einfach sehr schön, auch von den Farben her. Es ist halt eher so pink, mint und lila ist auch ein bisschen dabei. Ein bisschen dunkelgrün, grau, naja, auf jeden Fall ist die ganz schwer zu beschreiben. Aber wie gesagt, diesen Style, dass das so ein bisschen so gesprenkelt ist, fand ich super süß. Und ja, der Bommel hat mich dann total überzeugt. Und ja, ich mag die Mütze und es ist echt mega warm darunter und deswegen ist die genau richtig eben bei solchen Temperaturen, die wir eben auch gerade draußen haben. Also, meine erste Bommelmütze. So ihr Lieben, das war also jetzt mein Haul, mein Winterhaul von Fashion 5 und ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, was euch so besonders gut gefallen hat und ja, vielen Dank, dass ihr reingeklickt habt, dass ihr bis zum Ende geschaut habt. Das ist auch eine ganz tolle Sache. Und vielleicht für den Daumen hoch und fürs Abonnieren und überhaupt für alle schönen Sachen, womit ihr mir wirklich täglich ein Lächeln aufs Gesicht zaubert. Und ja, vielen Dank, dass ihr da seid. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video. Und bis dahin dann. Tschüss.